morgen die Seenotrettung im Jahr 2020 und die Rolle. Ein sogenannter Innenminister, Salvini, hat versucht, Menschenrechte kaputt zu machen in Italien. Ich bin gegen die Salvini-Gesetze. Können Leo Luca Orlando, den Bürgermeister von Palermo. Und ich sage, dass diese Salvini-Gesetze sind nicht gegen Menschlichkeit, sind auch gegen die Verfassung. Weil ich denke, dass wir haben nur einen Weg, Sicherheit zu haben, ist, lassen alle die Menschen sichtbar zu sein. Es sind wie meine kleine Nachbarstadt Teltow, kennt wahrscheinlich kein Mensch. Wir haben mittlerweile eine Situation, dass es Kommunen nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall in Europa gibt, die signalisieren, wir wären ja bereit aufzunehmen, wenn man uns lässt. Wie Berlin, Thüringen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, die ja signalisiert haben, auch gewandt als Stadt, um Unterstützung zu bekommen. Bei unserem Deutschland, ganz Europa braucht Zuwanderung. Das merken wir in Düsseldorf auch bitter. Das hat nichts mehr mit dem großen Oberthema Fachkräftemangel zu tun, sondern das merken wir in der Verwaltung, in den Krankenhäusern, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir brauchen Zuwanderung und das aus außereuropäischen Ländern. Und auch da sind wir bislang in Deutschland eine Antwort schuldig geblieben. Miriam Koch hat gerade über NRW gesprochen, wo sich heute, glaube ich, auch die Städte diese humanitäre Katastrophe mit abzufangen.